Als allererstes möchte ich mich bei allen Sponsoren bedanken. Ihr habt dieses Turnier erst möglich gemacht. Vielen Dank Rooster Model, Woodpecker Games, Würfelmanufaktur, Tabletop Shop Hamburg powered by Fantasy Welt, The System, Ivy's Nerd and Geek World und Modellbahn Schiffer. Vielen, vielen Dank. Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain No Gain. Mein Name ist Frankie und ich darf euch heute zum Turnier begrüßen. Wir sind heute 22 Teilnehmer, glaube ich. Zwei fehlen noch, die sind zu spät, spielen sozusagen das Spiel dann kurz nach. Ich gucke mal, was auf den Platten hier los ist. Wir haben hier den Dark Cell, momentan Platz 1, T3 mit Rebellen. Ja. Mit was? Mit Rebellen. Ich habe eine Teamwork-Geschichte. Anna mit Horn. Shui. Und damit die Familie komplett ist. Mit Leia. Fehlt noch der Luke, aber das kann man nicht. Ja, der ist auf der anderen Seite. Ich bin auch Rebellen. Du bist der? Raphael. Der Rafa. Du auch Rebellen. Mit was? Auch Rebellen. Drei Sniper sehe ich da. Drei Sniper, sechs Rebellen und Luke und Leia. Luke-Leia-Kombo. Ja, dann viel Glück. Und viel Spaß. So, dann gehen wir mal zum nächsten Tisch. Hier ist auch wieder der Waldmond von Endor. Diesmal noch in hübsch. Hier spielen der Terror-Jedi. Wo bist du? Woher kommst du? NRW. NRW, also weiten Weg. Wie lange hast du hergebracht? Ich kam gestern schon, aber normal sind es 4 Stunden. 4 Stunden, oh, krass. Gegen den? Günther. Und Günther, den habe ich kennengelernt auf der Red Lion und konnte ihn dann nochmal überzeugen, hierher zu kommen. Ich bin total glücklich, dass er da ist. Was spielt ihr denn so? Ich sehe hier Imperium gegen Imperium. Ja. Und zwar Wirs auf der linken Seite, also auf der Günther-Seite und Krennic dort. Ja. Und was sehe ich hier auf der Terror-Jedi-Seite? Auch Imperium, zweimal Sturmtruppen und ansonsten ganz normale DLT-Sturmtruppen und zweimal Scharfschützen. Und auch mit Krennic und Wirs. Und Wirs, genau. Okay. Cool. Deine Fahrzeuge. Dann wünsche ich euch auch viel Glück. Ja, dankeschön. Und ein schönes Turnier. Ja, hier auf einer wunderschönen Platte. Das ist Hoth. Zumindest soll das sein. Ja, das ist es. Und hier spielen, ich darf dich so nennen, der lange Dürre mit der Brille. Gegen den Eisherz. Also, genau. Ich mache mal nur Körper, so Dürre ist er gar nicht. Hast du ja nicht gesehen. Sieht aus, ne? Ja, aber es sieht aus wie ein Muskelprotz. Also, wir genau, wir spielen gegeneinander auch im Schnee. Ohne Schneetruppen, aber es ist eine wunderschöne Platte übrigens von Thomas. Der ja, genau, ganz, Thomas, ganz unser Thomas Blasi. Die konntet ihr wahrscheinlich auch schon auf Facebook sehen. Mit dem Schnee hier oben, das hat er so gut geil, gemacht. Ganz, gut. Ganz, genau. Ganz toll. Muss ich sagen. Aber was spielen wir hier? Rebellen gegen Imperium. Ihr spielt Ordnungsgebiet. Ich sehe da hinten einen Krennic. Ja, Krennic. Ich sehe Sniper, Death Trooper. Truppler mit Rap-Bots, ne? Ja, mit einem Rap-Bot. Und auf der Seite, und dann noch mehr Truppler. Ja, ich bin mal wieder weg. Aber es ist Krennic und Death Trooper. Genau, Krennic und Death Trooper. Coole Kombo. Und hier haben wir Han, Leia und Standard-Truppler, oder hast du hier noch? Zwei Sniper, drei Standard und ein Wookie. Ach, und Chewie. Wo ist das? Ach, Chewie ist auch noch da. Chewie ist auch noch dabei. Cool. Interessant. Dann wünsche ich euch auch viel, viel Spaß und Glück auf dem Turnier und wir sehen uns bestimmt bei Runde auf jeden Fall. Dann die letztmalige Final-Table-Geschichte hier. Und wir sehen hier den Pepper mit einem geilen, werde ich mich gleich mal mit ihm unterhalten, wie er das gemacht hat. Ja. Oder wo er es gekauft hat. Er hat es gemacht. Ich habe es ja. Sehr gut. Nur den als Anführer, oder hast du? Ich habe nur Vader als Anführer. Genau, und dann sehe ich da hinten Sniper, drei Sniper und Rest. Zwei Snowtrooper und vier. Genau. Gegen den Otto. Otto, hinten und wie vorne Otto. Hier ist auch ein Anfänger, ich habe noch kein Turnier erfahren können. Ne? Und Otto sogar sehr wenig Spiele vorher. Wir haben uns auf der Taktika gesehen und kennengelernt. Da habe ich dich angesprochen. Genau. Und da, was spielst du heute? Du spielst mit Krennic. Nur rein Krennic mit zwei Death Trooper. Zwei Death Trooper, ein Royal und ja, wir sehen viele Tische, wo auch mal so ein Anführer, also so ein Zusatztruppler oder wir sehen hier auch die Offiziere und ich habe Medic Druiden, habe ich schon gesehen. Ja. Imperium, ja.
Aber ja, sehr schön. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück. Dann haben wir hier eine richtig geile Wüstenplatte. Und hier ist der Fry. Hallo. Genau, der spielt mit Death Trooper, Wirs, Kranik. Wirs, Kranik, häufige Kombo. Heute schon das fünfte Mal oder so dran vorbeigekommen. Gegen den TK 1975. Ihr kennt ihn noch unter Stefan. Das darf ich aber nicht laut sagen. Ich wurde aus dem letzten Turnier, ne? Genau. Und du hast ja neulich auch in Bremen gespielt, da bist du relativ erfolgreich gewesen, ne? Zwei Spiele gewonnen. Ich hatte Glück gehabt, sehr viel Glück. Genau. Und du hast sonst immer die Best-Painted-Sachen abgerissen, weißt du das? Ja, auch, jetzt, auch wieder Zufall. Diesmal nicht. Was spielst du denn heute? Bekannte Liste oder was Neues? Nee, was Neues. Ich habe mal gedacht, ich probiere mal wieder ein bisschen was aus. Ja. Ich habe mir Quenic reingenommen, weil Quenic und Bier so häufig vorkommt und auch mein Kollege, der aus Hilfsheim mitgekommen ist, auch Bier spielt, habe ich mir nicht für die Auszubildenden unterschieden. Die brauche ich Offiziere. Ah, okay, du hast dann so einen No-Name-Charakter. Genau. Und Quenic. Ja, cool. Gib dir auch mal eine Chance, mal gucken. Ja, sehr gut. Und du spielst mit, hast mir gerade schon Quenic. Wie alle. Ich wünsche euch beiden viel Spaß und viel Glück. Und wir sehen uns in der nächsten Runde auf jeden Fall. So, dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, welcher Planet das ist. Wir haben hier aber den Finn gegen den Brutus. Wir spielen Finn mit Imperium? Ja. Genau. Ich sehe hier viele Medic-Ruinen, ich sehe Royal Guard. Sehe ich Anführer, sind nicht Kranik und ich sehe auch Lias. Genau. Du hast jetzt schon jetzt ein Top-Table. Denn auch der Brutus ist ein alter Veteran. Und das ist nicht ganz das, was ein Rennen spielt. Doch, fast. Doch, fast. Doch. Ich sehe Leia, ich sehe Luke, ich sehe damit drei Walker und ich stehe drüber. Ja, viel Spaß und diesmal viel Glück, wenn das du mal den ersten dir holst. Und hier haben wir den El Mayore gegen den Oktober aus Berlin. Der veranstaltet die Turniere in Berlin. Und da wird bald auch wieder eins kommen. Könnt ihr euch mal bei T3 erkundigen? El Mayor, spielst du was Neues, was Spektakuläres oder ähnlich wie letztes Mal? Ja. Ein paar Veränderungen. Also ich habe jetzt bei einer das Z6 runtergenommen. Das heißt, die eine Tier ist eben so eine Missionseinheit. Ja. Ich habe zwei der Spezialisten habe ich hinzugefügt hier. Spezialisten dazu, okay, cool. Offizier und die. Ich habe die Granaten zu den neuen Fragmentgranaten geändert. Und ich habe einen höheren Bit als letztes Mal. Also ich habe ein bisschen weniger Punkte, weil ich wahrscheinlich ein blauer Spieler bin. Okay, und du spielst auch wieder mit Leia und Luke. Hahn, Entschuldigung. Oh. Welch Fauxpas. Und du spielst eine Super Friends-Liste hier? Genau. Mit hier den dreien. Und sonst sehe ich Sniper-Team. Verrückte Sache. Und ja, viele Standardtruppen, ne? Das ist eine gute Liste. Eine gute Liste, sagst du? Ja, 11 Aktivierungen, 3x Sniper. Super Friends sind nicht so meins, aber auf jeden Fall schwach und eine Menge Truppler mit Z6, die da sich alle schon. Oh, würde ein starkes Spiel werden, glaube ich auch. So, dann haben wir hier Besuch. Genatix. Moin, moin. Genatix ist da. Der Cowboy, alter Bekannter. Und ich verwechsel nicht mit Brutus, sondern der Buddy. Der Buddy. Und einer derjenigen, die hier so viele Platten immer stellen. Diesmal nicht, aber ein paar andere, ja. Genau, diesmal ist es Kessler, ist die Matte von Thomas Blasi. Und ihr spielt Imperium. Hast du sonst auch mit Imperium gespielt? Nö. Doch, beim ersten Mal. Okay, aber das war. Genau, zwei Reptoiden auf Kranik sehe ich da. Genau. Sehe ich Wirs auch noch? Dann nee, Wirs siehst du nicht, du siehst nur Kranik. Ich sehe hier eine andere Jade. Mara Jade, das hat eine. Für den Commander. Für den Commander. Oder Offizier. So. Death Trooper sehe ich hier. Genau. Was sehe ich beim Cowboy? Ich sehe da Pelzentruppler. Kämpfer. Ganz viele. Hier siehst du die Überreste von meinem Pathfinder. Pathfinder? Die es beim ersten Schuss zerlegt hat. Die sind schon tot. Mhm. Ich habe nicht vergessen, sie aufzustellen. Sie sind tot. Und wo ist der Schneegleiter, der Schnurspieler? Den hast du gar nicht mit. Habe ich diesmal zu Hause gelassen. Ich brauchte die Punkte für die Pathfinder, die, wie gesagt, in der ersten Runde gestorben sind. Nach dem ersten. Hättest du mir so leid. Lügt doch nicht. Gut, ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Danke, brauche ich. Hier, der plattenstellende Blase. Das war der, der die Eisplatte vorhin gestellt hat, die ihr gesehen habt. Und spielt jetzt hier auch auf einer eigenen Platte mit Rebellen. Ja, alle haben nur ein bisschen was geändert. Ich sehe hier Medidruiden, ich sehe Sniper, Standard auch wieder Medidruiden. Da sehe ich einen Luke umspüren, sehe ich noch einen Helden.
Ja, Player sieht auch. Player, habe ich nicht gesehen, aber. Und Pau mit so einer Einheit. Das auch noch. Genau. Hier sieht er. Dann haben wir auf der rechten Seite den Mentor. Und der spielt mit, oh, ein ATST haben wir, ist das der einzige heute? Nee, selten. Einer der wenigen ATST-Listen. Ansonsten, wer ist dein Commander? Hier, Fläche. Genau, und sehe ich noch einen? Oder? Ach, ein Boba sicher. Oh, der einzige mit Boba. Ich muss ja noch an einen Imperialtisch ran. Genau, dann gehen wir mal an den nächsten Tisch. Hier haben wir, ja, richtig geiles Gelände. Das ist Gelände von Wasabi Wargame. Die Häuser und diese Marktstände. Und dann habe ich hier von Christoph Hahn Widerstehen, auch richtig auf der Platte. Aber natürlich ist das der Hauptfokus hier auf den Wasabi-Dingen. Das ist auf jeden Fall tot. Und wen haben wir hier? Wir haben hier den Draconius. Und das zwei. Das ist einer der Top-Spieler momentan. Sehr hochgewissen mit. Ja, jetzt kommt er natürlich in so eine Kalamitäten, weil er jetzt alles der Stuber ist. Ich ziehe. Einer. Nein. Ein Topf. Da, der Stuber. Sniper-Team. Der Stuber. Keine der Stuber, wohl auch so wie der Stuber. Keine der Stuber. Auch der. Es gibt nur zwei ATS-Tests auf dem Turnier heute. Obwohl ich weiß auch gar nicht, dass die Cowboys wirklich nicht drin. Und wir haben hier Rebellen. Wir haben hier den Steffen. Steffen. Steffen spielt mit Luke Leia. Wie bitte? Die haben zwei Courage. Luke Leia ist hier. Ja, ich wünsche euch beiden auch viel Spaß, gut konzentriert und wir sehen uns spätestens in der nächsten Runde. Ciao, ciao. Genau, dann haben wir hier noch zwei Ausweichtische. An einem Tisch würden die beiden Mad Dogs und Hell Dogs spielen. Einen Ausweichtisch, falls wir mal irgendwie noch spielen, weil wir haben sogar einen Tisch über. Dann haben wir die Orga-Ecke, wie immer. Wir haben hier die Kaffee- und Wasservorräte. Und genau, hier gibt es halbe Brötchen für 50 Cent das Stück. Zum Frühstück kann man sich nehmen. Kaffee, wie gesagt, da wird gerade ausgelost. Der Preispool. Diesmal extrem groß. Wir haben von Schiffer Modellbau hinten die ganzen Pakete. Wir haben eine vom Würfelmanufaktur diese System-Box im Preispool. Wir haben das gesamte Kartensortiment, was momentan im Preis ist. Wir haben von Ivy Beutel und Marker. Wir haben, ach, ich hab so viel, auch Fantasy Welt Jam Gutschein dabei. Wir haben Wasabi Wargames und Woodpecker geben. Was, also wir haben einen riesigen Preis, total toll. Jetzt klinge ich fast wie so ein Werbesprecher, ne? Aber ich bin einfach mega dankbar dafür. Das ist ein riesiger Preispool. Freue ich mich, den ja, heute vergeben zu können. Also, ich sag mal, keep the dice rolling, baby. Und ja, bis zur nächsten Runde. Ja, ich begrüße euch zur nächsten Runde. Die Paarungen sind vorbei. Die spielen jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde, glaube ich, circa. War nicht ganz. Aber gucken wir doch mal, was denn so passiert ist in dieser Runde. Wir haben hier Tisch 3. Wir haben Blasi gegen Buddy. Und das beide sind auch noch Buddies, denn die spielen auch ab und zu beim TTS gegeneinander. Und ja, hat das Los entschieden, dass die beiden, ja, um das Treppchen beide noch mitspielen. Der Gewinner ist dann ganz dicht dran. Also, viel Glück euch beiden. Vielen Dank. Hier haben wir Darcel, der auch wieder mal gewonnen hat und spielt gegen den Mad Dog, der eben noch nicht da war und im Auto gegen den Hell Dog gewonnen hat. Genau. Ja, dann hier Table haben wir den. Ach nee, es ist hier, ihr habt gewechselt die Platten, weil wir haben jetzt gar nicht durchnummeriert die Platten, sondern einfach, weil jeder mal an der neuen Platte spielen wollte. Hier haben wir den TK 1975. Alias Stefan. Alias Stefan. Gegen, ich habe die Namen alle noch nicht so drauf. Gegen Rafa. Ja. Und hier haben wir ordnungsgemäß Rebellen gegen Imperium, ne? Drüben hatten wir Rebellen gegen Rebellen, da gegen Rebellen gegen Imperium. Also bisher gar nicht so schlecht. Hier ist ein absoluter Top-Table mit Finn. Wie läuft's bei euch? Wir haben gerade angefangen, ne? Wir haben gerade angefangen. Imperium gegen Imperium. Imperium gewinnt.
Gegen Fry. Hab ja. Ich gesagt. Na, Fry. Ja, ich habe gerade meine Mission, ich habe gerade diese schwierige Sicht übersehen und gerade wir das Karte ein bisschen verschwendet. Oh, ja, ich habe die gerade verschwendet, weil ich da gar nicht dran gedacht schießen habe. Durftest, ne? Ja. Verstehe. Das war etwas ärgerlich. Bist du aber leider gegen Finn, der spielen kann. Und dann, ja, dann machen sich so eine Fehler vielleicht am Ende sogar richtig ja, dir zu schaffen. Habt ihr relativ ähnliche Listen? Nee, gar nicht, ne? Doch schon. Doch, ehrlich? Das Grundkonzept ist ähnlich. Ja, cool. Ja, Finn, du hast ja auch den nächsten Turnier wieder in Bremen, ne? Ja, Oldenburg, wann? 1.6. Das ist ein Teamturnier sogar. Wie viele Leute sind da noch Plätze? Kriegt man die? Da sind noch sehr viele Plätze. Also ein paar frei sind 16 Leute angemeldet. 24 Leute können da gerne dran teilnehmen. Und das ist halt mal ein 2 gegen 2 Spiel. Das ja, cool. Wie viele Punkte? So. 600 pro Seite. Also 600 pro Spieler, also 1200 Punkte quasi pro Seite. Okay, das bedeutet auch Leute, die noch nicht so lange im Hobby sind und noch nicht so viel haben, haben da die Chance, einfach mal 600 Punkte. In der Grundbox sind ja quasi fast schon 600. Genau, ne? Grundbox reicht schon eigentlich. Das ja. Spiel ist eigentlich ganz witzig. Ja, coole Sache. Also haltet euch diesen Termin frei. In Bremen geht einiges. Jetzt nochmal zur Korrektur. Das war Bremen oder Oldenburg? In Bremen. In Bremen. Oh, der kniet ja. Ich glaube, das Ding ist eigentlich. So, dann haben wir hier. Oh. Den Oktober gegen Hein Flint. Zwei richtig gute Spieler. Der Oktober hat gerade den Major besiegt, den Major. Und sieht hochkonzentriert aus, darf man auch nicht ansprechen beim Spielen. Ja, cooles Ding, wir spielen hier Rebellen gegen Rebellen. Ja, hier ist hochkonzentriert. Alle. Ach, ich hab alle Hunter. Fies, ich muss da ein bisschen auf. Auch wenn er jetzt so konzentriert ist, einmal muss ich Werbung für ihn machen. Ihr habt auch dem nächsten Turnier in Berlin, ne? Genau. Wann ist das? Kannst du das am 7. Juli. 7. Juli in Berlin. Großes Turnier, 40 Startplätze sind da, habe ich glaube ich gesehen, ausgeschrieben. Nutzt die Chance, da werden ähnlich geile Platten sein. Kommt vorbei, coole Typen. Und ja, würden uns freuen, wenn viele nach Berlin kommen. Hier spielt der Major gegen den Mentor. Warum weiß ich nicht? Du bist schon so oft hier. Du bist eigentlich hier schon der Stammgast. Und einer von denen geht da niederhalten. Der Mentor muss dann den. Aber auch wieder eine geile Platte. Major. So, die beiden hochkonzentriert am Spielen. Hier haben wir eine freie Platte, weil wir eine Platte tatsächlich zu viel haben und hier die eigentlichen, hier wollte eigentlich der Major spielen, aber er wollte nicht an der gleichen Platte nochmal spielen, verständlich. Hier haben wir auch wieder den auf 2 gerankten, ne? Mit Draconius zu diesem Zeitpunkt des Drehs. Und ja, gegen Imperium. Ich habe gar nicht durchgezählt, wie viele Imperiale. Auch hochkonzentriert, ich will auch gar nicht so viel nerven. Ich will euch einfach nur ein bisschen, klein wenig was zeigen. Und hier haben wir den Eisherz gegen den Helldog. Der Dog aufgewacht. Die Dogs kamen zu spät. Aber, ja, auch Imperium, auch wieder mit ATSD. Heute mal ohne ATSD. Oh, guck mal. Bikes. Mal wieder. Ja. Sehr gut. Dann haben wir hier Cowboy gegen Pepper. Richtig. Sehr gut. Guck mal, ich habe einen Namen. Auf der coolen Platte. Danke. Ja, und Schnittchen wurden gegessen. Ein paar sind die meisten nur. Ein paar sind weg. Und genau. Wir spielen jetzt hier noch eine Runde weiter und ja, bis dann. Ja.